Freue mich sehr auf den ja heutigen Treffpunkt Kulturmanagement mit Christian, der hier ist. Aber jetzt zum heutigen Thema, nämlich Customer Journey und was war das? Content Marketing, da Marketing. war noch irgendwas. Und ja, Christian, stell dich vor und dann geht's los. Genau, und alle anderen vielleicht dürfen sich im Chat auch kurz vorstellen, die hier auch unter uns sind, einfach ein paar Worte in den Chat-Thread schreiben. Christian, bitte, jetzt bist du dran. Gut, ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Hennerfehr. Ich lebe und arbeite in Wien als Kulturberater, betreibe das Kulturmanagement-Blog und habe mit Kolleginnen und Kollegen zusammen die START-Konferenz gegründet und dreimal durchgeführt, 2009 bis 2011. Und seit 2013 organisiere ich hier in Wien immer das START-Camp. So viel zu mir. Heute geht es um Content Marketing und Customer Journey. Das ist eigentlich so der Versuch gewesen. Damit beschäftige ich mich schon einige Zeit, das Content Marketing irgendwie in so eine Struktur zu bringen, weil es geht eben nicht nur darum, dass man einfach nur Content Marketing betreibt und irgendwelche Inhalte online zur Verfügung stellt, sondern da steckt eigentlich mehr dahinter. Muss ich hier, okay, ich muss immer einmal mehr klicken, sonst geht das nicht durch. Ja. Christian, eine Bitte hätte ich noch. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen drehen, weil du bist ziemlich im Gegenlicht. Oder so Ich ein soll mich bisschen drehen. mehr, Ja, genau. die Sonne Nochmal kommt, das stärker. ist das Problem. Warte, Okay, das ich, ist schön. ja, Dann ist er noch Sekunde, ein bisschen rutschen wir da rüber. besser sehen. Super. So, dann habe ich die Sonne von der Seite. So besser? Geht's so? Wunderbar, sehr gut. Wunderbar, gut. Okay, also ganz kurz fangen wir an mit dem Content. Der Content und Content Marketing ist natürlich auch nichts Neues. Hier so ein Beispiel, das schon relativ alt ist, wahrscheinlich eines der ersten, das Michelin-Männchen. Michelin stellt nicht nur Reifen her, wie man hier auf den Bildern sehen kann, sondern sie haben eben schon relativ früh, nämlich vor jetzt rund 100 Jahren, damit angefangen, ein Restaurant- und Hotelführer rauszubringen. Das ist für mich so eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wie man mit Content Marketing versucht, die eigenen Produkte zu bewerben, indem man nicht die Reifen direkt bewirbt, sondern den Leuten Anreize gibt und Ideen liefert, was sie denn mit dem Auto, wofür sie die Reifen brauchen, so alles machen können. In dem Fall herumreisen, Urlaub machen, Restaurants besuchen und in Hotels übernachten. Der Kulturbereich kennt das Thema Content auch. Ich habe hier als Beispiel den Ausstellungskatalog gewählt von einer Ausstellung, die vielleicht einige noch in Erinnerung haben. Und wir kennen das auch aus dem Theaterbereich mit den Programmheften. Also auf Content setzt man eigentlich schon sehr lange. Trotzdem gibt es immer noch sehr viel Werbung. Werbung, die zum Teil sehr penetrant sein kann. Das ist die Startseite von der Standard.at. Die habe ich vor einigen Tagen aufgerufen, genau am 6. März. Und wie man sieht, das ist jetzt mein kompletter Bildschirm gewesen, ist da der Anteil an Content relativ klein und dementsprechend nervig ist das. Das heißt, Werbung ist so etwas, was keinen guten Ruf hat, was aber auch relativ viele Probleme mit sich bringt für die Werbeindustrie, weil es nämlich sowas wie Werbeblocker gibt und ich nur unter normalen Umständen diese Werbung, wie sie hier von T-Mobile zu sehen war, eigentlich gar nicht sehen kann, weil sie über die Werbeblocker verhindert wird. Das andere Problem mit der Werbung ist, dass sie oft nicht das hält, was sie verspricht. Hier so ein ganz nettes Bild, das versucht sichtbar zu machen, zu visualisieren. Die Probleme der Werbung sind eben, dass sie zum Teil unglaubwürdig sind, dass sie penetrant ist und ich glaube, Werbung hat auch das Problem, dass sich unsere Nutzergewohnheiten stark verändert haben, dass wir zum Teil durch die Technologie in der Lage sind, so wie ich es eben gerade geschildert habe, Werbung auszublenden. Und es deswegen relativ schwierig ist, mit Werbung noch bei den Userinnen und Usern, bei den Kunden zu landen.
Content Marketing ist insofern ganz interessant, weil es nicht hergeht und sagt, wir ersetzen die Werbung, sondern es versucht eigentlich diese Lücke zwischen Werbung und dem, was dann das Unternehmen an Produkten, an Service, an Leistungen anbietet, zu schließen, indem man versucht, nicht einfach nur auffällig zu sein und für etwas zu werben, sondern über Inhalte, über die inhaltliche Schiene kommt und die Idee eigentlich eher ist, dass man das Interesse an etwas weckt. Das heißt, ich versuche den Rahmen so ein bisschen abzubilden, Möglichkeiten aufzuzeigen, was kann ich denn machen, wenn ich das und das kaufe, wenn ich das und das in Anspruch nehme. Eben um bei dem Beispiel Michelin zu bleiben, wenn ich Reifen auf meinem Auto drauf habe, beziehungsweise wenn ich ein Auto habe, dann kann ich in der Gegend rumfahren und kann gute Restaurants ausprobieren, ich kann Urlaub machen, kann Hotels besuchen und der Michelin-Führer ist da dann eine wertvolle Hilfe, weil er mir nämlich sagt, wo ich gut essen und gut übernachten kann. Wer nicht einfach nur plumpe Werbung macht, wird versuchen, über gute Inhalte Vertrauen aufzubauen. Das schaffe ich dann, wenn ich interessante Inhalte liefere, wenn ich glaubwürdig bin bei dem, was ich erzähle, also das, was ich dann da kommuniziere und übermittle an Inhalten, das sollte dann auch wirklich ein nutzbarer Inhalt sein. Das sollten Inhalte sein, die für die, in dem Fall User, Userinnen, einen Mehrwert schaffen, um dann jemanden dazu zu bringen, dass er dann das jeweilige Produkt oder das Angebot in Anspruch nimmt. So, und jetzt könnte man dann eigentlich aufhören und sagen, okay, und jetzt fangen wir an, Inhalte zu produzieren. Und das ist genau der Punkt, wo ich eigentlich immer sage, na, da fehlt jetzt eigentlich noch sehr viel. Da müssen noch jede Menge Vorarbeiten geleistet werden, damit ich dann wirklich in der Lage bin, auch wirklich den Content bereitzustellen, der dann in meinem konkreten Fall auch wirklich hilfreich und sinnvoll ist. Ich habe so beim Nachdenken darüber insgesamt 5 Fragen formuliert und habe dann immer gleich dahinter geschrieben, worum es da ganz konkret geht. Das Ganze kann man dann Content Marketing in 5 Schritten nennen. Das verkauft sich dann vermutlich besser, wenn man es irgendwie bewirbt. Aber diese 5 Punkte, diese 5 Fragen sind eigentlich die folgenden, nämlich die erste Frage, an wen richte ich mich überhaupt? Wer ist meine Bedarfsgruppe? Ich arbeite da ganz gerne mit dem Persona-Prinzip, komme ich gleich noch ganz kurz dazu. Dann, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, welche Bedürfnisse befriedigt mein Content eigentlich? Jetzt nicht, was hätte ich gerne, sondern wie wird das aus User, aus Kundensicht gesehen? Welche Bedürfnisse sollen da befriedigt werden? Welche Erwartungen gibt es? Dann ein ganz wichtiger Punkt, der taucht hier auch in der Überschrift auf, im Titel von dieser Veranstaltung, nämlich die sogenannte Customer Journey, die eigentlich Auskunft gibt darüber, wie aus einer Userin, einem User eine Käuferin oder ein Käufer wird. Also jemand, der dann letzten Endes Geld in meine Kasse überweist oder einzahlt. Wenn ich all das weiß, wenn ich weiß, wer meine Bedarfsgruppe ist, welche Bedürfnisse bei denen befriedigt werden müssen, wie dieser Weg aussieht, damit von diesen Personen, die ich da gefunden habe, die ich entwickelt habe, je nachdem, wie ich da vorgegangen bin dabei, dann geht es darum, meine Geschichte zu erzählen. Es geht darum, welche Geschichte ich dabei erzähle. Das kann die Geschichte der Kultureinrichtung sein. Das kann in dem Fall, jetzt könnte es meine Geschichte sein. Und ich werde natürlich Geschichten erzählen, die mit dem Produkt zu tun haben, beziehungsweise ich werde Geschichten erzählen, die sich im Kontext, im Rahmen dieses Produktes oder dieses Angebots bewegen. Das heißt, wenn ich jemanden berate in Sachen Content Marketing, dann werde ich so dieses ganze Umfeld beleuchten, warum eben Content Marketing eine ganz wichtige Geschichte ist. Und ich werde trotzdem auch immer wieder darauf hinweisen, welche Geschichte sich mit mir verbindet, um dem Ganzen irgendwie Glaubwürdigkeit und Authentizität zu verleihen. 2 Stichworte, die wir eben gerade in der Folie davor schon gesehen haben. Dann das Ganze dann mit dem Stichwort Storytelling versehen. Und der letzte Punkt, wenn ich dann weiß, welche Geschichten ich erzähle und wie ich sie erzähle, ist dann der, dass ich mich darum kümmern muss, wie mein Content gefunden werden kann. Das ist auf der einen Seite der Bereich Suchmaschinenmarketing und auf der anderen Seite ist das weite Feld
von Social Media. Wobei dieser letzte Punkt natürlich eine sehr viel größere Bedeutung hat, als das jetzt hier so aussieht. Man sagt normalerweise beim Content Marketing, dass 20% der Ressourcen für die Content-Produktion verwendet werden und die restlichen 80% für die Distribution. Also dieser untere Punkt ist vermutlich der wichtigste Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn es darum geht, Content Marketing zu machen. Moment, jetzt muss ich hier wieder das mit dem Klicken, das ist irgendwie, das habe ich noch nicht so ganz raus, aber ist egal. Erste Frage, wer ist überhaupt meine Bedarfsgruppe? Ich habe eben gerade schon gesagt, ich arbeite da sehr gerne mit Persona. Ich habe hier eine Definition gefunden, die das eigentlich sehr gut ausdrückt, worum es da geht. Es geht um fiktive Charaktere, die man entweder für sich entwickeln muss, wenn man keine Daten hat. Viel besser ist es natürlich, wenn ich auf bestehendes Datenmaterial zurückgreifen kann und aus diesem Datenmaterial dann die Personen entwickle, die letzten Endes meine Angebote annehmen. Also das kann ein Theater sein, das über eine App oder über seine Facebook-Seite oder auch über die Webseite einfach so viel Informationen zur Verfügung hat, dass es genau weiß, dass das eine bestimmte Zielgruppe ist, die man altersmäßig eingrenzen kann, die man von der Herkunft, also wo sie herkommen, aus der Stadt, aus dem Land, aus dem Land, wo das Theater ist oder aus dem Ausland ist, einschränken kann. Und ich muss dann mit Hilfe von weiteren Studien überlegen, wie ticken denn solche Menschen? Ja, da geht es jetzt gar nicht darum, ob die viel Geld haben oder wenig Geld. Ich glaube nicht unbedingt, dass das einzige Kriterium ist, warum jemand in ein Museum geht, in eine Ausstellung, in ein Konzert, in eine Theateraufführung, sondern da spielen ganz viele andere Kriterien eine wichtige Rolle. Und da gibt es verschiedenste Studien. Ich finde zum Beispiel, wenn es um Jugendliche geht, die Shell-Studie sehr interessant. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, einfach bestimmte Informationen, bestimmtes Wissen, bestimmte Daten miteinander zu verknüpfen, um daraus dann eben diese Prototypen entstehen zu lassen, die uns dann dabei weiterhelfen sollen, konkret mit unseren Marketingmaßnahmen fortzufahren. Das sieht dann in der Struktur ungefähr so aus. Das heißt, ich entwickle für so eine Person dann auch wirklich einen Namen, eine Biografie. Da geht es um die Frage, wann ist sie geboren, wo ist sie geboren, ist er oder sie verheiratet, haben sie Kinder, haben sie keine Kinder, wo leben sie, nächster Punkt dann Verhalten, Demografie, was tun sie gerne, welchen Job haben sie und dann kommen wir auf die anderen beiden Punkte dann zu sprechen. Da geht es dann natürlich darum, dass man versucht, die Anbindung zu finden an das, was ich jetzt anzubieten habe. Angenommen, ich bin ein Theater, dann werde ich mir überlegen, welche Bedürfnisse existieren denn bei diesen Personen, bei diesen Charakteren, die ich da gerade zu entwickeln versuche. Was haben die für Probleme damit? Wollen die frühzeitig wissen, was im Theater angeboten wird? Oder geht es denn eher darum, dass sie kurzfristig eine Entscheidung treffen? Wann gehen die gerne ins Museum? Gehen die immer nur ins Museum, wenn sie Besuch von außerhalb haben? Oder sind das regelmäßige Museumsbesuche, Ausstellungsbesuche, weil sie vielleicht mit ihren Kindern ganz gerne ins Museum, in die Ausstellung gehen? Also das sind alles so Punkte, die ich mir überlegen muss. Ich habe gemerkt, dass es viel leichter ist, wenn man solche Personen entwickelt hat, ganz konkrete Marketingmaßnahmen zu entwickeln, weil es irrsinnig schwierig ist, kreativ zu werden, wenn es heißt, wir wollen alle Kunstinteressierten zwischen 20 und 60 erreichen. Ja, das ist etwas, da versage ich und da versagen eigentlich auch die meisten, wenn es darum geht, jetzt irgendwelche Ideen zu haben. Wenn ich jetzt aber so eine Figur entwickle, entweder auf Datenbasis oder eben aus Überlegungen heraus, dann ist das zum einen eine für mich sehr spaßige Geschichte. Also ich finde, es macht irrsinnig viel Spaß, das vor allen Dingen auch mit anderen gemeinsam zu entwickeln. Und man stößt da, wenn man solche Figuren entwickelt, auf Ideen, wie man die jetzt dazu bringen kann, ihre Probleme, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, beziehungsweise was ich an Lösungen anbieten kann, um sie letzten Endes dann dazu zu bringen,
dass sie meine Angebote wahrnehmen. So viel zu den Persona. Der zweite wichtige Punkt ist für mich die Frage, welche Bedürfnisse befriedigt mein Content überhaupt? Und da hat der Mirko Lange mal so einen ganz guten Ansatz gehabt und hat das in einer Slideshare-Präsentation vorgestellt. Ich habe das so ein bisschen abgewandelt. Die Dimensionen des Kundennutzens. Und zwar gibt es eine obere Ebene, die funktionale Ebene, und eine untere Ebene, die emotionale Ebene. Und dann haben wir quer noch die Zeitachse, nämlich links momentbezogen oder kurzfristig, je nachdem, wie man das bezeichnen will, und rechts die langfristige Perspektive beziehungsweise die nachhaltige Perspektive. So, wenn es jetzt darum geht, hier Bedürfnisse zu befriedigen, dann könnte das zum Beispiel so aussehen. Auf der funktionalen Ebene, kurzfristig gesehen, geht es um Informationen. Es ist Sonntagnachmittag, es regnet, ich möchte in eine Ausstellung gehen, ich brauche Informationen. Wie komme ich dahin? Was kosten die Tickets? Wie lange hat das Museum offen? Es gibt langfristig gesehen auch diejenigen, die sich mit bestimmten Inhalten beschäftigen. Für die gibt es zum Beispiel sowas wie Programmhefte. Ja, das sind all diejenigen, die nicht einfach nur sich irgendwo hinsetzen oder ein paar Vitrinen anschauen, sondern die wollen mehr wissen, die wollen Hintergründe erfahren. Für die ist das Thema Wissen ein ganz wichtiges. Ausstellungskataloge, Programmhefte, wie gesagt, sind da ganz interessante Formate und ganz wichtige Formate. Auf der emotionalen Ebene geht es kurzfristig darum, dass ich unterhalten werden möchte. Viele Menschen gehen nicht unbedingt ins Theater, weil sie Wissen erwerben wollen, sondern sie möchten einen unterhaltsamen Abend verbringen. Ja, das ist etwas, wo gerade Theater, glaube ich, oft so ein bisschen daneben liegen und ihr Publikum etwas falsch einschätzen. Auf der langfristigen, also langfristig gesehen, geht es darum, dass man unter Umständen Bindungen herstellt. Das hat sowas, geht in die Richtung Community Building, dass es eine emotionale Bindung an die jeweilige Kultureinrichtung gibt, dass Beziehungen aufgebaut werden, dass man gemeinsame Werte teilt, beziehungsweise auch sich überlegt, welche Themen miteinander bearbeitet werden können, was dann wieder in Richtung Wissen geht. Also das ist so etwas, womit ich ganz gerne arbeite. Und wenn ich weiß, dass diese vier Bedürfnisse, jetzt nur relativ grob hier dargestellt, das sind was Leute interessiert, dann habe ich schon mal eine relativ gute Vorgabe, wenn es darum geht, Inhalte zu erstellen. Ich weiß nämlich auf der einen Seite, ich muss Content produzieren, der in die Tiefe geht, und benötige dafür dann die entsprechenden Formate. Da ist ein Blog zum Beispiel interessant. Ich habe eben gerade die Ausstellungskataloge genannt. Ich kann natürlich noch weitergehen. Ich kann E-Books anbieten. Ich kann aber auch zum Beispiel Webinare anbieten. Ja, also das sind alles so Dinge, die in diese Ecke gehen. Informationen finde ich in der Regel auf der Webseite. Das ist eine Webseite. Deswegen ist die Webseite so wichtig. Und bei Unterhaltung und Community Building geht das in eine ähnliche Richtung. Unterhaltungen, das können, um jetzt dieses Klischee zu bedienen, sehr häufig Videos sein, das können Bilder sein, das ist auch das, was sehr gerne geteilt wird. Und wenn es um Community Building geht, dann kann man eigene Communities aufbauen. Man kann aber auch, wenn es um Bindung geht, Geschichten von Personen erzählen, um Vertrauen aufzubauen. Interviews sind da zum Beispiel ein ganz interessantes Format, mit dem man arbeiten kann. Der dritte Punkt ist dann die Customer Journey. Wie wird aus einer Userin eine Verkäuferin? Ich habe hier so einen Screenshot gemacht von dem Eisenbahnbereich. Also da geht es um die Frage, wie wird eigentlich jemand zu einem Nutzer der Eisenbahn? Die Customer Journey ist in meinen Augen ein relativ komplexes und auch relativ schwieriges Thema. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie standardisiert die Herangehensweise ist. Wenn man jetzt zum Beispiel den Ticketkauf beim Flieger nimmt oder wenn man den Ticketkauf bei der Bahn nimmt, dann läuft das relativ standardisiert ab. Das ist im Kunst- und Kulturbereich, glaube ich, nicht so. Das heißt, ich kann jetzt nicht hergehen und eine fertige
Customer Journey Map anbieten, die einfach versucht, diese Prozesse, durch die jemand dann aus einem Interessenten zu einem Kunden wird, aus meiner Sicht zu betrachten, sondern es geht eben hier um die Kundensicht. Es geht darum, dass wir uns als Anbieter zurücknehmen und wirklich versuchen, uns auf diejenigen zu konzentrieren, die dann letzten Endes irgendwann einmal das Geld überweisen und uns zahlen. Es gibt verschiedene Phasen. Auf der einen Seite, und ich habe jetzt hier ein Beispiel rausgenommen, ich nehme bewusst nicht den Kunst- und Kulturbereich, weil die sich immer ganz gerne daran festhalten und sagen, so ist es. Und ich habe gemerkt, in der Praxis unterscheidet sich die Customer Journey eigentlich in jeder Hinsicht zwischen den verschiedenen Kultureinrichtungen. Das heißt, es gibt da gar nicht so arg viel große Übereinstimmung und es wäre ein Fehler, wenn man sich einfach an den anderen orientiert. Was hier, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn wir uns jetzt so diesen Awareness-Bereich anschauen, sind häufig so, sogenannte Touchpoints, hier farbig markiert, in dem Fall jetzt blau, die dem sogenannten Outbound-Marketing zuzurechnen sind. Das heißt auch, dass das Outbound-Marketing jetzt nicht seine Bedeutung verloren hat. Die Frage ist nur, wo ich es einsetze. Ich sehe hier die klassische PR, das heißt, die Nachrichten tauchen möglichst breit gestreut auf. Ich nehme aber natürlich auch Streuverluste in Kauf, aber mir geht es eben darum, dass Leute erstmal erfahren davon, dass es mich gibt und nachdem sich nicht jeder für das, was ich da anbiete, interessiert, muss ich sowas einfach in Kauf nehmen, ist aber vor allen Dingen dann wichtig, wenn ich jetzt noch nicht den großen Bekanntheitsgrad habe, wo die Leute sich alle um mich reißen. Also zum Beispiel bei Reuter Festspiele, da brauche ich mich nicht um die Awareness zu kümmern, aber wenn ich jetzt ein kleines Festival bin, dann ist das natürlich ein Thema, wo es darum geht, eine große Sichtbarkeit zu bekommen. Radio, Fernsehen sind auch wichtige Touchpoints, so ich mir das leisten kann. Und dann hier als Online-Ads beschrieben, also Online-Werbung. Ganz wichtiger Punkt, der von Kultureinrichtungen, glaube ich, noch viel zu selten genutzt wird, sowas wie Google AdWords, ja, also dass ich mit bezahlten Anzeigen arbeite. Der nächste Schritt ist dann der, wo dann jemand sagt, okay, ist eigentlich eine interessante Sache, schaue ich mir mal genauer an. Ich stelle jetzt hier nicht die ganzen einzelnen Touchpoints vor. Da sehen wir dann nur, dass wir da schon sehr viel näher jetzt dran sind an dem jeweiligen Anbieter, ob das jetzt die verschiedenen Medienformate sind, die so der jeweiligen Kultureinrichtung gehören. Das kann ein Blog sein, das können aber auch irgendwie Rezensionen sein zum Beispiel, also sowas im Theaterbereich wie Nachtkritik ist zum Beispiel da eine ganz hilfreiche Sache. Es können E-Mails sein, Direct-Mails, also Newsletter. Und so geht das jetzt hier durch die verschiedenen Phasen durch. Der nächste Schritt wäre dann hier die Kaufphase. Und normalerweise hören viele dann an diesem Punkt auf und sagen sich, ups, geschafft, jetzt bin ich froh. Aber eigentlich geht diese Customer Journey dank der sozialen Medien oder dank des Online-Bereichs weiter. Sie geht aber auch weiter, weil es natürlich sowas wie Kundenbindungsprogramme gibt. Abonnements sind auch sowas. Wenn ich öfter komme, dann werden die Tickets entsprechend günstiger. Oder es gibt Communities, die interessant sind und die mich dazu bringen, dass ich am Ball bleibe, dass ich ein Angebot weiter in Anspruch nehme, weil ich es zum Beispiel gerne zusammen mit dieser Community in Anspruch nehme. Und es geht darum, dass die Leute nicht nur bleiben, sondern dass sie auch nach außen hin kommunizieren, dass es da ein in ihren Augen ganz tolles Angebot gibt. So sieht jetzt ungefähr dieser Weg aus, diese Customer Journey. Und die Herausforderung ist jetzt, dass man sich auf der Basis von einer Persona oder von mehreren, je nachdem, wie viele man zur Verfügung hat, wie viele man entwickelt hat, sich überlegt, welche Touchpoints sind jetzt eigentlich in welcher Phase vorhanden oder welche hätte ich gerne, dann muss man sich darum kümmern, dass sie dann angeboten werden und zurückkommen auf die Bedürfnisse, welche Inhalte stelle ich dann zur Verfügung. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht so wirklich,
wie was in einem vorgeht, wenn er dann an den einzelnen Punkten ist. Deswegen kann man jetzt das, was wir hier auf der Folie sehen, mit einer weiteren Folie verbinden. Ich gehe nämlich einfach her und hänge dann an diese beiden oberen Punkte, Phasen und Touchpoints, die haben wir auf der Folie eben gerade gesehen, noch Informationen dazu, hänge sie oder ergänze sie, und zwar hinsichtlich der Frage, was tut mein Kunde, was tut diese Person gerade, was denkt sie und was fühlt sie? Und wenn ich diese verschiedenen Phasen dann durchgehe und mir jeweils überlege, was tut, denkt und fühlt jemand, der auf diesen verschiedenen Touchpoints sich gerade befindet, dann bekomme ich einen relativ guten Überblick über das, was passiert, bis jemand dann auch wirklich am Ende in meiner Ausstellung landet oder in einem Theater- oder Konzertsessel Platz nimmt. Das Problem im Kunst- und Kulturbereich ist, wir haben es hier nicht mit großartigen Standardisierungen zu tun, also nicht so, wie wir normalerweise alle ein Flugticket buchen, sondern die Wege sind dann ganz unterschiedlich. Das sieht man schon allein daran, wenn wir jetzt hier Wien nehmen, die großen Museen, die haben einen relativ hohen Anteil an ausländischen Besucherinnen und Besuchern. Die kommen natürlich auf einem ganz anderen Weg in dieses Museum, wie jemand, der hier, wie ich zum Beispiel, in Wien selber wohnt und ab und zu in diese Museen geht. Ja, das sind ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und ich muss sie in ihrer Vielfalt berücksichtigen und muss herausfinden, wie diese Wege sind, um dann auch die entsprechenden Inhalte zur Verfügung zu stellen. Sonst gehen meine Inhalte, meine inhaltlichen Angebote ins Leere. So, das ist jetzt so dieser Punkt Customer Journey. Der nächste Schritt, wenn ich all das weiß, dann geht es eben darum, sich zu überlegen, welche Geschichten erzähle ich, welche Geschichten sind an welchen Punkten interessant. Und ohne jetzt auf so zu sehr ins Detail zu gehen, Stichwort Heldenreise, sollten wir uns überlegen, warum das Storytelling eigentlich so wichtig ist. Ich habe hier so einen Punkt rausgesucht, nämlich dieser Aspekt, dass wir eigentlich in unserer westlichen Welt das logische, wissenschaftliche Denken bevorzugen und damit viele Regeln und Gesetze geschaffen haben. Also auf der anderen Seite aber das narrative Denken ist, das uns in die Lage versetzt, sowas wie Visionen zu entwickeln. Also ich denke mir gerade, Unternehmensgründer werden ganz stark und ganz häufig auf Storytelling setzen. Nehmen wir nur die ganzen Unternehmen, die im Augenblick an dieser Vision arbeiten, dass wir uns in nicht allzu ferner Zukunft mit führerlosen Autos fortbewegen können. Ja, das ist so, das sind narrative Denkmuster, das sind Geschichten, die erzählt werden können. Das ist der Blick in die Zukunft, wie diese Mobilität in ein paar Jahren aussieht, wenn wir nicht mehr selber am Steuer sitzen müssen. Ich glaube, dass diese Geschichten genau aus dem Grund auch für den Kunst- und Kulturbereich wichtig sind, weil ich so das Gefühl habe, dass diese Visionen fehlen. Ich lese sehr selten Visionen von Kultureinrichtungen. Die Tanja Praske hat das vor kurzer Zeit auch in einem Blogbeitrag festgehalten, wo sie gesagt hat, englischsprachige Museen oder ja, englischsprachige Museen haben sehr häufig sowas wie eine Beschreibung ihrer Vision auf der Webseite stehen. Auf deutschsprachigen Webseiten findet man sowas eigentlich kaum beziehungsweise gar nicht. Ich habe auch ein paar Seiten aufgerufen ohne Anspruch auf Vollständigkeit, bin da auch nicht fündig geworden, also mir ist es so ähnlich wie der Tanja gegangen und ich glaube, Kultureinrichtungen würden gut daran tun, hier das Storytelling nicht nur dahingehend zu nutzen, dass man weiß, wie man eine Geschichte erzählt, sondern dass sie ganz generell viel mehr auf Geschichten setzen, wenn es darum geht, sich zu überlegen, was ist denn so die Zukunft meines Theaters, meines Museums, meines Opernhauses etc. etc. Dann der fünfte Punkt, der in meinen Augen, oder ich habe es vorhin schon angedeutet, der eigentlich wichtigste Punkt, wenn es um die Distribution meiner Inhalte geht, auf der einen Seite das Suchmaschinenmarketing, auf der anderen Seite Social Media. Fangen wir mit dem Suchmaschinenmarketing an.
Da gibt es, wie gesagt, die Unterscheidung zwischen der Suchmaschinenwerbung, das ist das, was die meisten unter Google AdWords können, oder auf der anderen Seite die Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, das eine ist die Positionierung ganz oben mit dem Einsatz von Geld, Google AdWords, und auf der anderen Seite ist es die Positionierung ganz oben durch organisches Wachstum. Bevor man sich da entscheidet, für welche Variante oder in welchem Verhältnis man sich für beide Varianten entscheidet, weil ich glaube, dass Google AdWords bzw. bezahlte Werbung, Online-Werbung auch im Kulturbereich eine ganz sinnvolle Geschichte ist, sollte man sich anschauen, woher denn eigentlich so die Besucher meiner Webseite kommen. Das ist jetzt in meinen Augen so eine ganz typische Geschichte. Also ich habe einfach auf Google mal gesucht und habe dann die Bildsuche bemüht und habe dann gesehen, dass es ganz, ganz viele Grafiken gibt, die so ähnlich aussehen wie die hier. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, 64% der Besucher dieser Seite kommen über die organische Suche, sprich über Google, Bing oder andere Suchmaschinen. 12% kommen direkt auf diese Webseite, haben also die Seite irgendwo im Kopf. Da ist es hilfreich, wenn man eine einprägsame URL hat. Viele sind über Verweise, über Verlinkungen von anderen Seiten gekommen, jetzt die sozialen Netzwerke ausgeschlossen. Und wir sehen hier, 6% der Besucher dieser Seite kommen über die bezahlte Suche, also sowas wie Google AdWords zum Beispiel. Und nur 2% kommen über die sozialen Netzwerke. Das ist in vielerlei Hinsicht interessant. Ich glaube, dass eine Seite, je älter sie ist oder je länger sie existiert und je wertvoller ihr Content ist, sie sich immer mehr in diese Richtung entwickelt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich verzichte komplett auf bezahlte Werbung, habe aber, was jetzt die organische Suche angeht, einen Anteil von knapp über 90%. Das heißt, ich werde hauptsächlich über Google gefunden. Wenn meine Seite jetzt ganz neu ist, wenn meine Seite nicht so viele Inhalte hat, dann ist es natürlich relativ schwer, in Google so eine Sichtbarkeit zu bekommen, die jetzt entweder bei 64 oder bei 80 oder 90% liegt, sondern in dem Fall muss ich eigentlich ganz verstärkt auf Verlinkung setzen oder eben auch auf die sozialen Netzwerke. Das heißt, je älter eine Seite ist, je mehr Inhalte sie hat, desto stärker fällt eigentlich die organische Suche, das gefunden werden über die Suchmaschine, ins Gewicht. Je jünger meine Seite ist, desto wichtiger sind Aktivitäten, bei denen es darum geht, in den sozialen Netzwerken aufzutauchen oder eben von anderen Seiten, vor allen Dingen von Bekannten, von gut präsenten Seiten verlinkt zu werden. Wenn man das so anschaut, die direkten Zugriffe, die nehmen natürlich im Laufe der Zeit auch zu, wobei also diese 15% jetzt schon ein relativ hoher Prozentsatz sind. Bei mir sind das, glaube ich, so um die 8-9%. Ich glaube, man kommt selten über diese 10%. Also ich habe zumindest nur diese eine Seite jetzt hier als Beispiel gefunden, wo das so über diese 10% geht. Also man sollte sich, und dafür gibt es dann Google Analytics, sollte sich einfach mal anschauen auf der eigenen Webseite, wie wird man denn gefunden, wie kommen die Leute, auf welchen Weg kommen die Leute zu einem, um dann auch entsprechende Maßnahmen treffen zu können, immer auch mit dem Wissen im Hinterkopf, meine Seite existiert schon sehr lange, hat gute und wertvolle Inhalte oder meine Seite ist ganz neu und noch relativ unbekannt. Es ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn ich mich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftige, und ich glaube, die meisten setzen vermutlich auf Suchmaschinenoptimierung, dass wir uns überlegen, wie eigentlich dieses Zusammenspiel ist zwischen der Suchmaschine selber, den Userinnen und Usern, die da nachfragen, und letzten Endes mir als Anbieter von bestimmten Inhalten, die dann letzten Endes eine Frage beantworten oder ein Problem lösen
helfen sollen. Ich habe das hier versucht auszudrücken. Es geht eben darum, ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine Frage zu beantworten, die der User hat und die er durch Eingabe einer Suchphrase auszudrücken versucht. Das heißt, da ist eigentlich Übersetzungsarbeit zu leisten. Da gibt es ganz am Anfang den User, der hat eine Frage. Und der erste Schritt, der jetzt passiert, ist, dass diese Frage in bestimmte Schlagworte übersetzt werden muss. Also man könnte theoretisch auch die ganze Frage stellen. Das funktioniert heute immer besser. Früher hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber die meisten machen wahrscheinlich auch aus der Gewohnheit heraus immer noch diese Übersetzungsarbeit und geben ein oder zwei Schlagworte ein. Und über dieses Schlagwort bietet dann die Suchmaschine bestimmte Ergebnisse an in Form von einer Webseite. Dann bekomme ich Webseiten, bestimmte Links aufgelistet und diese Webseiten sollten idealerweise dann die Antwort auf die oben gestellte Frage beinhalten. Das heißt, nicht nur die Suchmaschine muss Übersetzungsarbeit leisten. Ein schönes Beispiel ist eben das Schlagwort Apache. Das kann der Indianer sein, das kann der Server sein, das kann auch der Hubschrauber sein. Sondern Übersetzungsarbeit muss jetzt auch von mir als Anbieter von Content geleistet werden, indem ich nämlich versuche herauszufinden, was meint denn jemand eigentlich, wenn er ein bestimmtes Schlagwort eingibt. Heißt, ich muss mir auf Google Analytics auch anschauen, wonach sucht denn jemand, wenn er dann letzten Endes auf meine Seite gekommen ist, beziehungsweise es gibt dann noch so Seiten, so Frageportale wie Gute Frage und Wer weiß was, wo man auch immer wieder schauen sollte, was fragen User und Userinnen denn, um einfach daraus Rückschlüsse ziehen zu können, was für Antworten sie brauchen und darauf aufbauend kann ich dann meine Inhalte entwickeln. Die Herausforderung jetzt gerade bei Google besteht darin, wir sagen ja immer, wir wollen gerne an erster Stelle bei Google stehen. Das ist so der Traum von vielen. Das Problem, Google personalisiert die Suche. Das heißt, die erste Stelle, die erste Reihe oder die ersten drei, die gibt's so gesehen gar nicht, weil Google uns Ergebnisse liefert nach bestimmten Kriterien, nämlich auf der einen Seite ist das mein Standort. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Restaurant suche, dann bekomme ich keine Restaurants in Berlin aufgelistet, sondern eben hier in Wien. Ich bekomme Angebote aufgelistet, die sich auch daran orientieren, ob eine Seite für mobile Geräte ist, geeignet ist oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Smartphone suche, dann bekomme ich Seiten, die nicht für mein Gerät geeignet sind, gar nicht angezeigt. Das heißt, die fallen da raus. Und Google orientiert sich auch daran, was wir jetzt für ein Datum und eine Uhrzeit haben. Wenn ich jetzt eben eine Pizzeria suchen sollte, dann bekomme ich die nicht angezeigt, die gerade geschlossen haben, was natürlich für die User, also für diejenigen, die gerade auf der Suche sind, eine ganz wertvolle Information darstellt. Deswegen ist es auch ganz sinnvoll, dass man, wenn man sein Unternehmen bei Google einträgt, dass man da auch unter Umständen die Öffnungszeiten einträgt, weil Google unter Umständen sonst den eigenen Webauftritt gar nicht anzeigt in Suchergebnis in der Liste im Ranking. Und der vierte und letzte wichtige Punkt ist die Suchhistorie. Das heißt, wenn ich auf einen Link schon öfters geklickt habe, dann geht Google davon aus, dass das eine wichtige Seite ist und wird diese Seite so im Laufe der Zeit immer weiter nach oben ranken. Das heißt, wer also öfters in Google sucht, wo die eigene Seite steht und dann immer draufklickt, um dann an der Seite weiterzuarbeiten, trägt dazu bei, dass die eigene Seite beim eigenen Suchen immer weiter oben auftaucht. Das heißt aber nicht, dass sie für die anderen auch plötzlich unter den Top 3 oder Top 10 zu finden ist. Und noch ein letzter Punkt, den ich jetzt hier gar nicht so großartig berühren und ansprechen möchte, das Thema Social Media. Die sozialen Medien sind einfach, was das Generieren von Aufmerksamkeit angeht, wenn es darum geht, Interaktionen zu erzielen, wenn es darum geht, Engagement zu Engagement hervorzurufen, nach wie vor ein ganz wichtiges Instrument, ob das jetzt Facebook ist, ob das Twitter ist, ob das Instagram ist, spielt da gar keine Rolle.
Die sozialen Medien haben sich in den letzten 10 Jahren so als das Marketingwerkzeug Nummer 1 entwickelt. Wenn man sich so die Entwicklung der letzten 1-2 Jahre anschaut, wird man feststellen, dass diese Position Nummer 1 durch Messenger-Systeme bedroht ist. Wenn die Statistiken wirklich stimmen, dann wird mittlerweile schon mehr über Messenger-Systeme kommuniziert wie über die sozialen Netzwerke, was natürlich für unser Marketing nicht so wirklich gut ist, weil die Messbarkeit in den sozialen Netzwerken relativ gut gewährleistet ist. Das heißt, wir erfahren da über die User und Userinnen relativ viel, was aber bei den Messenger-Systemen nicht der Fall ist. Damit höre ich jetzt eigentlich auf. Ich möchte jetzt nichts über Facebook und so erzählen, sondern denke mir, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, dass wir über das, was ich da jetzt erzählt habe, ein wenig sprechen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Christian, für den Rundgang, also die Reise durch das Content Marketing. Ja, Fragen, Anmerkungen sehr gerne im Chat. Aber ich habe jetzt gleich mal die erste Frage. Wie würdest du einschätzen, Christian, die Relevanz deines Backlogs, in dem nun jetzt schon jahrelang sehr passende Inhalte wahrscheinlich reinkommen für deine Auftragslage? Kann ich das irgendwie quantifizieren? Oder um wie viel weniger Aufträge hättest du, wenn es den Weblog nicht gäbe oder deine sonstigen Social Media Aktivitäten? Also ich glaube, dass das Blog jetzt vor allen Dingen auch über die Jahre gesehen eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich hätte natürlich, wenn es das Blog nicht geben würde, auch irgendwelche Aufträge, aber nie in der Art, nie in dem Themenfeld. Also wenn ich jetzt Prozentzahlen nennen würde oder müsste, dann würde ich sagen, dass der Erfolg von dem, was ich tue, jetzt hinsichtlich des Blogs bei ungefähr 90% liegt. Okay, also wenn ich keinen Blog hätte, dann wäre ich halt einer von, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Kulturmanager, Managerinnen, die halt irgendwas machen, die Veranstaltungen organisieren oder irgendwas tun. Aber ich hätte nie die Sichtbarkeit. Also wenn ich am Anfang von dieser Glaubwürdigkeit und der Authentizität gesprochen habe, dann leistet ein Blog, glaube ich, genau diese Arbeit. Wobei ich natürlich zugeben muss, jemand, der jetzt so ein persönliches Blog betreibt, wie ich das tue, tut sich da wesentlich leichter wie eine Kultureinrichtung, wo jetzt nicht einzelne Personen im Vordergrund stehen, sondern die Institution. Und da ist natürlich so die Glaubwürdigkeit, die Authentizität viel schwerer herzustellen. Aber natürlich für Kultureinrichtungen könnten ja auch dann Personen stehen, die dann bloggen aus ihrer Sicht. Ja, das stimmt. Das könnten sie. Das hat eigentlich auch immer dann, wenn das jemand gemacht hat, wunderbar funktioniert. Auf der einen Seite trauen sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, sich da als Person so in den Vordergrund zu stehen und dann so das Gesicht einer Kultureinrichtung zu sein. Und auf der anderen Seite wird das vielleicht auch gar nicht gewünscht, ja, weil das würde ja auch irgendwo bedeuten, dass der Chef, die Chefin nicht mehr so die Nummer 1 nach außen ist, sondern da gibt es dann unter Umständen jemand, der ihm oder ihr den Rang abläuft und das kommt nicht immer gut an. Nochmal zur Qualifizierung, du hast irgendwie geschätzt, 90% deiner Aufträge kommen daher. Also aus den Blogaktivitäten, kann man irgendwie oder auch anderen irgendwelche Kriterien geben oder Möglichkeiten, den Erfolg von Ding messbar zu machen? Ja, ich glaube schon, indem du einfach darauf achtest und auch nachfragst, woher denn jemand kommt, welche Kanäle genutzt werden. Also ich sage das jetzt nicht einfach nur so, weil ich jetzt hier eine Zahl nennen muss, sondern ich bekomme ganz häufig die Rückmeldung, ich habe gerade in Ihrem Blog gelesen und habe die Frage dazu. Ja, also das sind dann ganz konkrete Fragen und man merkt durch den Einstiegssatz oder auch am Telefon, so da kommt jetzt jemand über das Blog. Ich habe gerade in Ihrem Blog gelesen das und das und können Sie mir da weiterhelfen? Jetzt so vereinfacht gesagt. Und man muss sich dann halt die Mühe machen und dahin hören, woher kommt denn jetzt jemand, wo hat er mich denn erwischt,
ist das Facebook, ist das Instagram? Und ich kann ja dann auch ganz konkret nachfragen, wenn ich jetzt merke, okay, Instagram ist jetzt so das, was im Augenblick alle nutzen. Und dann werde ich zweimal auf meine tollen Instagram-Bilder angesprochen. Dann kann ich natürlich auch versuchen, ein bisschen so in die Richtung nachzufragen und dann auch ganz konkret Leute darauf ansprechen, ob sie das wahrnehmen. Oder ich setze dann vielleicht irgendwelche Aktionen auf Instagram, um herauszufinden, wer nimmt mich denn da in welcher Form wahr und baue das dann entweder aus oder belasse es dabei, wenn es okay ist. Mm-hmm. Jetzt ansprichst, frage ich gleich. Instagram hat tatsächlich auch schon zu diesem Erfolg geführt, dass sich wer angesprochen hat, oder? Mich? Nein. Ja, nein, das nicht. Also das habe ich jetzt eher auf Kultureinrichtungen bezogen. Das wäre jetzt auch nicht meine Absicht gewesen. Gut, ja, gerne Fragen durch den Chat oder auch mitdiskutieren. Also ich kann noch andere hier auf die Bühne holen, die das wollen, und man kann sich hier auch noch einklinken in Bild und Ton oder auch von eigenen Erfahrungen vielleicht erzählen. Content Marketing in Kultureinrichtungen. Ja, wer will, darf gerne kundtun, hier auch mit Bild und Ton zugeschaltet zu werden. Gibt es denn, da stelle ich eine Frage, gibt es denn irgendjemand hier, der so ganz gezielt Content Marketing betreibt? Ich meine, viele gehen her und machen Social Media und dann erzählen sie Geschichten. Das ist klar, das ist auch irgendwie Content, aber dass man so jetzt wirklich einen strategischen Ansatz hat und sagt, bei uns ist das so und so, wir orientieren uns daran und machen das dann auf die Art und Weise. Ja, würde mich interessieren. Auch gerne einfach einen Link, den wir uns, wo wir einfach mal drauf schauen können und einen Eindruck bekommen zumindest. Ich glaube, wir haben heute ganz viel. Ja, Senaida, bitte. Zu Christians letzte Anmerkung. Ich mache ehrenamtlich für O-Ton Online, das ist eine Kritikerplattform, mache ich quasi die Twitter-Account und Twitter-Betreuung. Und also ich bin täglich sozusagen unterwegs unter den verschiedenen und guck mir Webseiten an von verschiedenen Opernhäusern oder Theater und so weiter. Und gerade in Deutschland, ich bin immer wieder erstaunt, dass gerade diese Institutionen maximal vielleicht Facebook haben werden und aber da hört es aber dann schon auf. Twitter und Instagram haben die wenigsten, und das ist also meiner Meinung nach einer der wichtigsten Kanäle überhaupt heutzutage, um Aufmerksamkeit und Bewusstsein zu erzeugen und die gerade die jüngeren User zu erreichen. Ich meine, immerhin alle klagen, wir haben nicht genügend Jugend in den Seelen, die zu den Vorstellungen kommen. Ja, dann muss man ja sozusagen unterwegs sein. Ja, gerade auf diesen Kanälen. Und ich meine, Snapchat zum Beispiel ist ganz und gar nicht angesprochen worden. Aber das sind ja gerade eben die gerade von den, ich würde sagen, die Jugendprogrammen von diesen ganzen Institutionen unbedingt benutzt werden sollten. Aber da ist das Bewusstsein bei den Entscheidungsmachern und Trägern offensichtlich noch gar nicht angekommen. Ja, hat vermutlich auch damit zu tun, dass sie da nicht wissen, selbst wenn sie da wären, was sie da kommunizieren sollen. Weil der erste Schritt ist ja, was angenommen, ich bin jetzt in der Oper tätig und dann sitze ich 10 Jugendlichen gegenüber. Worüber rede ich denn mit denen? Eben. Was mache ich mit denen? Ja, sage ich denen nur, heute Abend ist Oper? Oder, also da sehe ich das Problem. Und dann kommt noch die Technologie dazu, das ist total richtig. Und dann habe ich eigentlich zwei Probleme und dann lässt man es halt besser. Ja. Beginnt man da eigentlich aus der Peer Group? Also man könnte ja auch Jugendliche engagieren, spielt für einen, wie im Fall hier von O2 Online, ist Zielgruppe Musiktheater, ja, die für andere Jugendliche kommunizieren in Snapchat. Ja, also man kann sich ja vorstellen, dass eine Kultureinrichtung dort Jugendliche engagiert, das zu tun, um auf Augenhöhe auch irgendwie zu kommunizieren. Kennt ihr da Beispiele? Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Okay,
Gut, du, Christian, du hast gerade erzählt, dass es so schwer ist, gerade jetzt Jugendliche zu erreichen und weil die Tools nicht verwendet werden und weil da irgendwie eine Distanz natürlich da ist jetzt von denen, die Kultur machen zu Social Media und zu Jugend. Jetzt könnte man ja Jugendliche engagieren, die über Kultureinrichtungen oder das Programm dort unter den Kulissen twittern oder Snapchatten. Ja. Also das muss gar nicht dazu führen, dass dann sofort jemand angestellt wird, sondern ich würde mir einfach Jugendliche, die auf Snapchat aktiv sind und zumindest das kann ich herausfinden als Kultureinrichtung, wen gibt es denn zum Beispiel in Wien, wen gibt es in Berlin, der sich mit Snapchat beschäftigt, ich würde die einfach einladen. Ja, ich würde jetzt gar nicht hergehen und sagen, ich engagiere dich jetzt und mach bitte was, sondern ich würde die einfach erstmal einladen. Ich würde mir von denen zeigen lassen, wie Snapchat funktioniert, was die da tun, was denen gefällt. Und wenn das dann irgendwie wenn man da dann an den Punkt kommt, wo man sagt, na, eigentlich verstehen wir uns jetzt ganz gut und das taugt uns jetzt allen, dann würde ich mir die Frage stellen, so, und können wir jetzt irgendwas zusammen machen? Und dann kann man sich überlegen, tut man das irgendwie formal in ein, weiß ich, ein Arbeitsverhältnis umwandeln und bekommt dann jemand einen konkreten Auftrag, da was zu tun. Aber der erste Punkt ist, dass ich mir von so jemandem erst mal zeigen lasse, was ist das eigentlich und wie funktioniert das? Weil es ist ein Unterschied. Ich meine, das ist bei mir genauso. Wenn ich jetzt an das Thema Snapchat rangehe, ich bin nicht die Generation, die sich in Snapchat bewegt. Das heißt, ich habe einen komplett anderen Zugang. Es wäre unsinnig, jetzt herzugehen und mit mir darüber zu diskutieren, was Snapchat alles kann, sondern da muss ich die 16-Jährigen nehmen. Dann suche ich mir halt irgendwo ein und lasse mir von denen zeigen und erklären, wie das funktioniert. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, da war eine Zeitschrift vertreten, die sich an eine relativ jugendliche Zielgruppe wendet. Die gehen her und sagen, wir achten einfach darauf bei den Leuten, die wir einstellen, dass die einfach auch die Kanäle nutzen, die im Augenblick total angesagt sind, weil auf die Art und Weise kriegen wir das Wissen rein, weil selber anfangen, irgendwann einmal sich mit Snapchat zu beschäftigen, das ist ja viel zu mühsam. Das dauert zu lang, man hat dann wahrscheinlich gar nicht einen richtigen Zugang, man hat unter Umständen Vorbehalte, weil man versteht das ja alles gar nicht und was soll das überhaupt? Und das sind keine guten Voraussetzungen. Den Mut muss ich einfach haben. Ja, Mut ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir gehen lang in die letzte Runde auch, weil es mittlerweile 10 Uhr stimmt, ist. Ja. Wir schnell fast eine gegangen. Stunde hinter uns haben. Wir hatten, kann ich vielleicht sagen, ganz viele Teilnehmer auf Facebook, wo wir live übertragen haben. Da sind jetzt zurzeit auch noch 24 live. Okay. Zuschauerinnen und Zuschauer. Das heißt, das war eigentlich vielleicht ganz gutes Content-Marketing. Wir haben insgesamt mehr als 2300 Leute erreicht, die das Video also mal kurz runterrauschen gesehen haben. 766 haben zumindest kurz in das Video reingeschaut. Also das ja, ist gar keine... Ist eigentlich mehr wie bei Adobe, oder? Ja, 1000 haben ins Video reingeschaut. Mehr als 1000 und rund 30 sind jetzt noch auf Facebook mit uns online. Ja genau, wie gefällt euch das neue System? Vielleicht könnt ihr dazu auch kurz Rückmeldung im Chat geben. Ja, genau, wäre auch fein, wenn es auf Facebook dann Kommentare dazu geben würde. Ja. Genau, gerne auch auf Facebook. Genau, viel besser als Adobe, sagt Tina. Ich finde es auch witzig. Also was ich ein bisschen vermisst habe, ist so, ich sehe da nur meine Folien und ich hätte den Chat dazu schalten sollen, wobei im Chat war jetzt eh nicht viel los, gell? Stimmt, genau, gar nicht. Aber gut. Da war nicht viel los. Es ist lebendiger irgendwie und ich glaube, es wirkt weniger behäbig. Also es ist schneller, es ist, sieht leichter zu handeln aus, ist es, glaube ich, auch. Und entspricht mehr dem Zeitgeist, glaube ich. Das andere ist mehr so Klassenraum. Genau, also vielleicht können uns die auf Facebook zuschauen, auch noch auf Facebook als Kommentar da kurze Rückmeldung geben. Das wäre super. Mir gefällt das Tool und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber also hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Und ich habe Bis mich zum auch nächsten Mal. gefreut, dass ich wirklich hier live aus dem Zug moderieren durfte, dass das irgendwie geklappt hat. War sehr spannend. Ja, ich werde das Okay, nächste Mal super. dann auch irgendwie von der App her, also vom Handy ausprobieren. Das einfach mal, um zu schauen, wie es geht. Genau, ja, das geht gut. Ja, schönen Tag allerseits und wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal. Tschüss. Bye.